Da ein Elch. Ich habe keinen Platz für ein Elch. Ich habe keinen Platz für ein Elch. Aber wenn der in der Richtung läuft, aber manchmal die macht ja immer den Harry Potter hier, ne, so. Na, der kommt. Pass auf, dann gehen wir nach Hause. Wenn da jetzt nichts zwischenkommt, laden aus und dann gucken wir nochmal, ob wir den Elch noch kriegen. Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subsistence und ich bin hier wieder nachts am Angeln. Hat nicht so viel gebissen, insgesamt 3 immerhin. Oh, jetzt haben wir noch einen Lachs. Ich hatte auch schon ein Hecht gekriegt vorhin. Ein Hecht. Ja, und einen kleinen. Ja, bin gerade fertig mit dem ganzen Gecrafte hier. So, dann packen wir das erstmal hier in den Kühlschrank. Ne, pass mal, den können wir schon mal direkt filetieren. Und, ja, das ist voll. Der ist auch voll. Dann packen wir das schon mal hier in... Muss da sowieso essen, ja. Packen wir das rein. Schluck trinken kann ich auch schon mal. Packen wir weg. Ja, ich hatte ja eigentlich gehofft, wir könnten noch mal ein bisschen was Grünes sehen. Aber jetzt hat wieder aufgehört zu schneien. In der Nacht fing das nämlich plötzlich zu schneien an. Und da habe ich gesagt, oh, weil Baumwolle und so, ne, ihr wisst, ne. So, pass auf, jetzt machen wir erstmal Folgendes. Den da rein. Das räumen wir weg. Hier habe ich auch mal ein paar wieder von gemacht, damit wir da nicht warten müssen. Wenn wir das mal brauchen. Dann habe ich überlegt, ich brauche nicht so viele von denen hier. Wo habe ich die eigentlich hingelegt? Hier, ne? Da reichen eigentlich 2. So. Da ist bestimmt was fertig. Ja, fertig. Fertig. Oh, da muss Brennstoff rein. Erstmal was essen hier. Wie sieht's eigentlich oben aus? Wir machen jetzt aber erstmal die Hose. Also, ne? Die grüne habe ich. Die ziehe ich jetzt aus. Das sieht immer schicki aus. Oh je! Und jetzt machen wir uns hier die gute Hose. Ist zwar teuer, aber man braucht wirklich von der guten Ausrüstung am besten noch eine komplett zweite Ausführung, die man dann da in die Kiste legt, damit, wenn man dann nämlich mal stirbt im Winter, sich gut anziehen kann, um zu seinem Rucksack wieder zu laufen. Sonst hat man nämlich ein Problem. So, Buchse an, besser ist. Jetzt sind wir nochmal wieder ein bisschen besser ausgestattet, ne? Also jetzt fehlt eigentlich noch der Helm und die Weste. Die braucht man gar nicht zweimal machen. Also wenn ich hier die schwarze Hose drin habe und nochmal das gute Shirt anstatt das blaue als Ersatz oder so, ne? Weil ich muss ja sowieso tauschen. Vielleicht 2 dann. Vielleicht noch einen zweiten Pullover und auf jeden Fall eine zweite Jacke. Dann ist das hier gut. Also Helm und Weste muss ich hier gar nicht unbedingt bei haben. Das ist ja meistens nur, um mal zum Rucksack zu kommen dann, ne? So, das können wir jetzt wegpacken hier. Ja, ich dachte mal, wenn das Wetter mitspielt, dann gehen wir noch ein bisschen rum. Wir gucken, ob wir noch eine Lockpick-Kiste kriegen oder da bei den Erzen. Um dann da, ja, vielleicht eine Lockpick-Kiste zu kriegen oder Baumwolle zu finden. So, machen wir den hier was? Ja. Was habe ich eigentlich hier noch? Wir können hiervon nochmal welche auf Vorrat machen, ne? Machen wir mal 6 Stück. Nicht zu viel, weil ich möchte ja auch noch eine Batterie machen. Könnten wir das schon machen? Pass mal auf, was kosten die nochmal? 500 und das wird gehen, ne? 7 Bretter. Warte mal, ich brauche dafür Bretter, Schrott und die hier. Das geht, komm, machen wir nur eine. Hatte ich ja letztens auch den Hinweis gekriegt in den Kommentaren. Das macht auch Sinn. Dann können wir da auch schon mal ganz gut vorlegen. Das ist auch schon mal gut, wenn das dann so voll läuft. Packen wir wieder zurück. Jetzt ist natürlich mit der Bretterproduktion wieder reichlich zurückgegangen. So, müssen wir erstmal hier voll machen. Sonst ist der nämlich bald hinüber. So, was ich jetzt auf jeden Fall noch brauche, ist Veggie-Nahrung.
Können wir den Apfel noch essen? Der bringt ja eine Menge. Und noch ein Tomätchen. So, bevor wir jetzt abhauen, gehen wir aber noch eben oben gucken. Das ist auch nicht mehr so viel hier, ne? Ah, dann lassen wir das. Ich habe das ja jetzt beim letzten Mal gedüngt. Da kommt noch gar nichts, ne? Ja. Ja, komm, machen wir trotzdem einen rein. Das ist alles in Ordnung. Ich möchte ja die Tasche haben. Da muss der Wolf dran glauben, ne? Wir kommen wieder nicht weg, merkt ihr das? Wenn ich jetzt noch erst den Wolf hole, dann machen wir, sehen wir zu, dass wir das jetzt hurtig hinkriegen da mit dem Wölfi. Also. Oder der läuft weg, dann könnte ihm das den Arsch retten. Aber ich glaube, der läuft nicht weit genug weg. Da kommt er schon wieder zurück. Ja, dann. Ich werde schon langsam ein bisschen ruhiger und gelassener. Ich habe jetzt ganz entspannt 3 Schüsse abgegeben. Ohne nervös zu werden, keine zu vielen Schüsse. Gut. Guck mal, Lebern. So, jetzt wollte ich aber hier vor allen Dingen das mal einsammeln, ja? Hätte ja sein können, ne? Und das. Und dann holen wir auch noch mal ein bisschen Holz. Wenn es nicht knurrt hier. Dann flitzen wir nochmal zurück und dann sehen wir zu, dass wir endlich loskommen hier. Ja, ja. Ja, jetzt haben wir nämlich kein Schnee liegen gerade, ist kein Blizzard. Vielleicht finden wir nochmal Baumwolle. Also ich glaube, solange wir November haben, könnten wir nochmal Baumwolle finden. Rein. Ach, den auch. Rein. Hier, da, da und los. Auf hier geht's. Lass die Tür offen. Also erstmal da, gucken bei den Erzen. Natürlich immer auch mal Holz holen und auch Alter, diese Madenbäume. Ne, hier ist alles friedlich. Ach, Tasche, die gehen wir zuerst. Ja, Fläschchen ist auch nicht schlecht. Wir könnten ja schon mal gucken. Jetzt habe ich diese Batterie noch nicht aufgestellt, ne? Ja, muss ich dran denken, nicht, dass ich das vergesse. Wir können ja auch schon mal gucken, ob wir die Klettereisen schon machen. Wenn wir dann im Winter runtergehen, können wir vielleicht nach ganz unten gehen. Problem ist halt nur Veggie, ne? Also, aber bis wir mal die Gläschen einkochen können, das dauert noch ewig. So, hier haben wir was. Ich habe die Tasche gesehen da. Wir kommen irgendwie ohne Kleintierfallen gut aus, ne? Ich benutze die gar nicht im Moment. So, hopp. Luft ist rein. Kann das sein? Oder ich bin blind. Wie ein Kind. So, jetzt gucken wir hier nach Erzen und dann gehen wir durch das kleine grüne Tal zurück in der Hoffnung, mal wieder eine Lockpick-Kiste aufzudecken hier. Was ist das da hinten? Ein Bär oder ein Schwein? Auf jeden Fall weit weg. Ja, ist ein Schwein. Wir haben ja letztens erlebt, die können ja auch manchmal ganz fies sein, ne? Einfach so, aus reiner Boshaftigkeit mich anrempeln. Und mir die Knochen brechen. Und auch noch anstecken. So, hier in der Ecke mal gucken. Da ist noch was. Da ist aber, glaube ich, Kalium. Oder Eisen? Wird sich zeigen. Ja, ist Eisen.
So, nochmal in die Ecke gucken. Rüber. Hä, hier? Nee. Auch wenig Wölfe und Bären hier unterwegs gerade, ne? Manchmal muss man hier so aufpassen. Ah, da ist eine Kiste, die können wir noch holen. Ja, 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 ja. Man könnte ja, je nachdem wie die Zeit ist. Aber wir haben ja noch Mittag. Sollte ja noch gehen, ne? Da hinten nochmal gucken. Vielleicht haben wir dann den Lockpick-Kistenbereich hinter den Osagen. Haben wir doppelte Chance da drauf. Aber Baumwolle esse ich, ey. Das ist wirklich übel mit der Baumwolle. Am besten wäre ja jetzt eine Lockpick-Kiste mit 6 Baumwollsamen drin. Dann wären wir erstmal saniert, ne? Aber hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Bin ja nicht bei Wünsch dir was. Ich wünsche mir aber trotzdem was. Das ist Subsistence Gold. Baumwolle. Baumwollsamen sind Subsistence Gold Nuggets. Später, wenn man so mal richtig sich reingefummelt hat und richtig gut ist, vielleicht das Auto schon hat, ah, da ist mal ein Bär, dann, ja, dann ist das nicht mehr so wichtig. Man hat die Kleidung und so alles, ne? Dann findet man ab und zu mal ein bisschen Baumwolle und sammelt das und baut das an, dann sammelt sich das an, dann ist das alles nicht mehr so dramatisch. Aber bis dahin ist das, oh, ey. So, mal gucken, nicht, dass der Bär uns zu nahe kommt. Ich will das hier noch einsammeln. Muss ein bisschen auf der Hut sein. Weil die wittern einen ja auch durch Felsen durch. Da haben die ja keine Schmerzen mit, ne? So, da ist Wolfi. Wie machen wir das am besten? Wer da oben rum oder da unten rum? Oder nehmen wir Wolfi mit? Ich könnte Wölfi mitnehmen, ne? Was haben wir denn an Pfeilen? 14 Pfeile und jede Menge Patronen für die Pistole. Dann nehmen wir Wölfi pistolenmäßig mit nochmal, oder? Dann können wir uns an den Osagen die Flossen waschen. Bleib mal stehen! So. Schnappeliwupp. Dahin ist noch ein dunkler Bär. Ich sehe aber auch keine Kiste hier im Moment. Aber auch keine Baumwolle. Den Bär müssen wir so ein bisschen beobachten. Aufpassen. Da unten irgendwo, nö. Hier, Schrott, fast übersehen. Oder ist gerade erst gespawnt. Gut, dann gehen wir eben zu den Osagen Flossen waschen. Wenn sie uns lassen. Boah, das sieht so richtig herbstlich aus. Und wir haben ja in der Realität auch Herbst. Heute ist der 21.10. Montag, wo ich die Aufnahme mache. So richtig trübes Herbstwetter haben wir jetzt. Ist zwar nicht kalt. Wir haben draußen so 18 bis 16 Grad. Und die Nachbarn heizen hier 24 Stunden. Aber da habe ich schon öfter gesagt, ich habe 25 Grad hier in der Bude. Furchtbar, ist mir viel zu warm. Und die Nachbarn rund um die Uhr heizen. Tag und Nacht ist die Heizung heiß. Und dadurch werden meine Rohre hier auch heiß und wird die ganze Bude warm. Der Rechner, der macht natürlich auch noch ein bisschen Wärme. Lass uns mal gucken hier, dass wir eben ans Wasser ran können hier, bevor ich hier krank werde. Da habe ich gerade noch was gesehen. So, das meinte ich zwar nicht, aber ich meinte was Wolfiges. Oh, guck mal hier, Erze. Nehmen wir doch mit, ne? Ah ja. Das dauert eine ganze Weile, wenn man mit dreckigen Flossen rumläuft, bis man krank wird, ne? Also, das ist keine Panik. Ach, das ist ein Hühnchen. Hier, pass auf, hier war auch noch was.
Das sammeln wir noch ein. Das brauchen wir, glaube ich, nachher viel von, wenn wir das Kochgeschirr machen wollen, ne? Das ist auch ein Hühnchen. Da hinten ist ein Wolf, ist ein Stück weg. So, haben wir hier nochmal. Ich will auf jeden Fall unten durch das grüne Tal gehen, nochmal durch das kleine. Und gucken, ob da vielleicht eine Lockpick-Kiste rumliegt. So, Flossen waschen. So. Holz haben wir noch nicht viel gesammelt. Ja, so ist das Wetter noch mal gut. Das müssen wir nutzen. Da müssen wir ein bisschen rumlaufen hier. Die Tage werden jetzt selten sein mit so einem Wetter. So, gehen wir hier zurück, würde ich sagen. Da ist noch mal Schrott. Da ist der Bär, okay. Holen wir den Schrott. Bär im Blick. Ist geschickt. So, gehen wir da unten durch. Wir gehen hinten rum. Wir haben doch noch Zeit, oder? Ich sehe die Sonne nicht. Ach Gott, jede Menge, ey. Ist ja gerade erst mal kurz der Mittag durch. Ja, hervorragend. Dann können wir hier nochmal einen Blick werfen. Gucken wir, hier ist auch noch was zu pflücken. Das ist so richtig gemischt. Da muss man einfach mal so blind hier grabbeln. Mal gucken, dass uns nicht die Steaks kaputt gehen. Ja, ich habe auch schon ganz schön die Taschen voll. Eine Lockpick-Kiste wäre jetzt schon ein bisschen schwierig, das alles unterzubringen. So, hier am ersten Blick sehe ich nichts. Dann holen wir hier noch ein bisschen Holz. Denn auch das ist im Winter ja dann beschwerlicher. Ja, machen wir mal Plan. Wir stellen gleich auf jeden Fall schon mal die Batterie auf. Wir müssten vielleicht auch bald nochmal eine Massebatterie machen. Und dann machen wir oben, haben wir ja glaube ich noch einen aufzuwerten, ne? Also ein Solarpanel müssen wir noch aufwerten. Dann sind wir stromerzeugermäßig erstmal ein Stück weit. Dann würde ich vielleicht gucken, dass wir die Raffinerie stromsparender machen. Ja, mal gucken, da habe ich jetzt Erz gesehen. Hier ist bestimmt Eisen, ne? Hopp! Keine Kiste zu sehen. Ich warte noch drauf, dass einer mal schreibt, da bei Minute 18 bist du an eine Baumwollpflanze vorbeigelaufen. Das ist so schnell passiert. Häschen? Mit dir habe ich jetzt im Moment echt nichts vor. Du hast im Moment nichts zu befürchten. Das könnte sich mal ändern, wenn Stoff knapp wird. Aber ich habe das jetzt gar nicht so im Blick, wie viel ich davon habe. Am spannendsten finde ich das ja bei dem Spiel hier immer am Anfang, so die ersten Tage. Wenn man erstmal dafür sorgen muss, dass man nicht verhungert, dass man erstmal so eine kleine Base irgendwo hingebaut kriegt, dass das Feuer nicht ausgeht, weil man dann ein Dach drüber baut. So, das. Aber dann wird das gelassener, ne? Aber das zieht sich und zieht sich, bis man sich mal richtig etabliert hat hier. Keine Lockpick-Kiste, Manu! Jetzt haben wir an zwei Stellen geguckt, wo eine sein könnte. Nix. Ja gut, dann bringen wir wenigstens ein bisschen mehr Holz mit nach Hause. Ich und mein Holz. Das hört nie auf, das Holzgeklopfe. Wann macht der endlich mal die Feuerwehraxt rein? Und wenn es die eben nur zu finden gibt in einer Kiste unten bei den Lava. Ja, aber man kann die kriegen und dann geht das schneller mit dem Holzgeklopfe. Also, wenn ich das machen würde, ich würde ja sagen, du brauchst dafür
20 schwarze Kristalle oder so. Da, Leute, seht ihr auch, was ich sehe? Bitte, 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 bitte ein Samen. Nö. Kann nämlich auch mal sein. Ja, jetzt gehe ich dahin, weil ich da die Kiste gesehen habe. Habe ich schon einiges gesammelt? Ja, ja. Ja, guck mal, hier ist noch mehr. Hier war doch irgendwo ein Wolf unterwegs, ne? Ich glaube nicht, dass in so einer Kiste Baumwollsamen drin sein kann. Ach, guck mal, sollen wir das essen? Ja. Die haben das Fleisch noch drin. Muss das zusehen. Sind das sammelfähige? Nee, ah, jedes Mal falle ich drauf rein, ne? Gleich knurrt was. Da, ein Elch. Ich habe keinen Platz für einen Elch. Ich habe keinen Platz für einen Elch. Aber wenn der in der Richtung läuft, aber manchmal die macht ja immer den Harry Potter hier, ne, so. Na, der kommt. Pass auf, dann gehen wir nach Hause, wenn da jetzt nichts zwischenkommt, laden aus und dann gucken wir nochmal, ob wir den Elch noch kriegen. Könnte ja klappen, ne? Trotzdem gehe ich jetzt das Ding noch eben hauen hier. Von der Zeit her könnte das ja noch hinhauen. Muss beeilen. Und nichts dazwischen kommt, so ein bisschen tot oder so. Ich bin auch gar nicht gestorben, ne? In dem Spiel. Gut, gut. Gut ist ja auch oft leicht. Guck mal da. Knurrt was? Jetzt haben wir die Taschen aber voll, ne? Aber das nervt, ne? Ewig muss man da Zeug sammeln, ey. Da ist er doch so ein bisschen über Ziel hinausgeschossen. Das ist manchmal... Boah. Ach ja, ich habe ja die Tür aufgelassen. So, pass auf. Ich habe den Elch noch nicht vergessen. Also erstmal die hier rein. Jenes. Dann hier oben. Das. Das. Ja, Munition machen würde auch erstmal noch gehen. Das. Achso, den können wir schon mal reinpacken hier. So. 37, naja. Die kommen nach oben. Und das. So. Eisen. Jene. Gott, das dauert, bis man das mal alles mal verpackt hat. Wo haben wir denn eigentlich die hingetan? Haben wir die nirgendwo? Ich pack den jetzt erstmal hier hin. Kann jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die Zeit, da stundenlang nachzugucken. Nee, der muss hier hin. So, Jacke haben wir dabei. Das kommt jetzt noch hier rein. Wie weit ist der Strom? Brauchen wir das noch nicht jetzt aufstellen. Dann hauen wir erstmal ab. Bin ich gut ausgestattet? Ja, ja, ja. Alles gut. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir noch. Vielleicht läuft er da noch rum. Aber meistens ist er dann weg. Weil die teleportieren sich immer mal so quer über die Map. Ist ganz eigenartig mit den Elchen. Dann läufst du denen hinterher, die laufen über den Hügel, dann sind die verschwunden und tauchen dann am anderen Ende der Map wieder auf. Im Multiplayer kann man sowas manchmal schon, ja, ich sag mal, fast nachweisen. Aber ich glaube kaum, dass man das so mal sieht, dass man das beobachten kann, wie die wegploppen. Das machen die immer, wenn die gerade außer Sicht sind. Deswegen... Habe ich jetzt auch nicht wirklich viel Hoffnung. Wo hat man den gesehen? Hier irgendwo, ne? Aufpassen, bitte nicht aufschrecken. Ja, kein Elch zu sehen, ne?
Wildschwein. Macht mir keinen Ärger, du blödes Schwein. Da ist irgendwas. Nächsten Baum, ne? Komm bloß nicht auf so doofe Ideen. Ich sag's dir. Ich trau dem Braten nicht. Nee, kein Elch mehr da. Dann gucken wir jetzt nochmal. Vielleicht ist ja jetzt im kleinen grünen Tal nachträglich eine Lockpick-Kiste gespawnt, die wir vielleicht noch kriegen können. Ich habe ja Hoffnung. Ich will ja so ein bisschen wegen der Baumwolle. Ne, ist ja klar. Ich meine. Los Flitzos dahinos. Was sagt die Uhr denn? Oh ja, so langsam. Da musst du dich mal wacker ein bisschen beeilen hier. Wie sit bei Ice Age. Wacker, wacker, wacker. Muss alles seine Ordnung haben, ne? Gehen wir hier durch? Ja. Aber Vorsicht, das ist manchmal arschig gefährlich hier. Gucken wir mal in die Richtung noch ein Stück. Aber Bärenwölfe ist wirklich mager gesät heute, ne? Sind die schon im Winterschlaf oder was? Na ja, gut. Ich meine, mir sollte recht sein. Haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Ich finde das gut, wenn das nicht immer so gleichmäßig ist, wenn das unberechenbar ist. So, hier einen Blick werfen, das ist im Herbst immer schwer zu sehen, wegen der Kontraste der vielen, ne? Aber das sieht nicht so aus. Ich sehe da hinten natürlich auch wieder Fasern, aber wenn ich die alle hole, dann kommen wir zu gar nichts mehr. Hopp. So, ist genug jetzt hier. Guck mal, wird schon dunkel. Jetzt mal schnell nochmal hier einen Blick werfen. Da haben wir noch was. Jetzt wird's aber knapp. Es wird nämlich dunkel. Habe ich noch einen Ersatz dabei? Ja, ne? Ob wir wieder ein Lithium, ein Silizium finden? Komm, schnell gucken. Ne, Kupfer. Da ist noch mehr. Komm, das holen wir jetzt aber. Komm. Obwohl, das wird jetzt schon ganz schön arschig kalt, wenn das dunkel wird, ne? Hier ist noch was. Wieder ein Schwein da. Herbstschweine. Ist hier noch was? Gut, dann flitzen wir nochmal durch das kleine grüne Tal. Vielleicht. War wieder verarscht worden hier. Finden wir ja noch was. Ja, jetzt wird es aber auch Zeit. Oh ja. Boah, gegen die Sonne. Man sieht nichts, ey. Hier habe ich einen vergessen. Guck mal. Schnapp. Sind ausgestorben, ne? Die Lockpick-Kisten. Guck mal. Und jetzt sind wir das Silizium hier. Ja, warum nicht? Nehmen wir mit. Wieso ist denn die Ausdauer so runtergegangen? Weil ich hier im Veggie-Futter nicht mehr so gut stehe.
Müssen wir mal gucken, dass wir es mal fertig kriegen jetzt oben mit der Aufgewerterei da. Da ist noch ein Solarpanel aufzuwerten. Aber wenn so nicht viel los ist, dann füllt sich das schon ganz gut auf. Vor allen Dingen jetzt im Winter, wenn der Sturm so ist und die Windräder richtig drehen. Ja. Also mit 3,3 aufgewertet, da kommen wir schon ganz gut klar erstmal. Dass wir erstmal mit anderen Dingen weitermachen. Habe ich mich jetzt erschrocken. Hier draußen wohl ein Hund gebellt oder gequietscht, als wenn er auf den Schwanz getreten worden wäre. Habt ihr vielleicht gehört? Laut! Schockschwere Not! So. Hier rein. Das und das. Den machen wir jetzt schon mal rein hier. Ne, da haben wir noch... Pass auf, dass wir das nicht vergessen. Komm mal her. So. So. Eisen. Küpfer. Und jetzt nehmen wir das Zeug. Das liegt doch hier noch irgendwo rum, ne? War doch so, oder? Das und das und das und das. Dass wir das mal fertig kriegen jetzt. Dann kann sich das über Nacht schon mal erholen. War doch der noch hier, ne? Jo, guck. Wupp, ist das auch erledigt. Jetzt sind alle drei aufgewertet. Alles aufgewertet bis zum geht nicht mehr. Wie sieht es hier mit dem Wasser aus? Da kann was rein, ne? Oh, die sind fertig. Dann machen, holen wir die gleich weg. Oh, ist das duster. Jo. Ich denke mal, da hinten müssen wir auch mal wässern. Wieso habe ich denn hier eigentlich noch welche über? Na gut, ich meine, mir soll es recht sein, ne? Rein? Oh, oh, oh. Guck mal hier, packen wir das noch. War das hier drin? Nee. Hier kommt das rein. Da haben wir auch noch einen über. Ja gut. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal wieder dabei und dann machen wir hier weiter. Es ist ja noch November, vielleicht ja, noch ein bisschen Baumwolle. Gucken wir mal. Ich weiß noch nicht genau. Bis dann, bye bye, tschüssi.